Hi. Auf deinem Weg zur Approbation in Deutschland mit einem Drittstaatenabschluss geht es heute um die Vorbereitung und Planung. Du hast einen der folgenden Abschlüsse in einem sogenannten Drittstaat absolviert: Humanmedizin, Zahnmedizin oder Pharmazie. Auf jeden Fall hast du dir überlegt, in Deutschland zu arbeiten. Aber welche Schritte sind dafür notwendig? Wer kann dir da weiterhelfen? Da dieses Thema sehr komplex ist, werden wir uns das in mehreren Videos gemeinsam Schritt für Schritt anschauen. Zu Beginn, ganz grob, wird es immer wieder um die gleichen drei Dinge gehen: Abschluss, Sprache und Visum. Bei dem Thema Visum geht es um die Frage, welche Staatsbürgerschaft du besitzt. Als Bürger aus einem sogenannten Drittstaat benötigst du zur Einreise nach Deutschland ein Visum. Wenn du deinen Abschluss in einem Drittstaat absolviert hast, ist zur Erlangung der Approbation in Deutschland sowohl eine Fachsprachprüfung sowie in der Regel auch eine Kenntnisprüfung notwendig. Zunächst einmal schauen wir uns die ersten Schritte auf deinem Weg zur Approbation in Deutschland an. Erste wichtige Entscheidung ist, wo in Deutschland du arbeiten möchtest. Deutschland ist in sogenannte Bundesländer unterteilt, um genau zu sein, 16 Stück. Jedes Bundesland hat seine eigenen Vorgaben und Richtlinien, was die Approbation betrifft. Es ist also ein Unterschied, ob du in München, also Bayern, oder in Köln, also Nordrhein-Westfalen, arbeiten möchtest. Denn je nachdem werden von dir unterschiedliche Dokumente verlangt. Wenn du weißt, wo in Deutschland du arbeiten möchtest, stellst du in dem entsprechenden Bundesland einen Antrag auf Approbation. Abhängig von Berufsgruppe und Bundesland reichst du den Antrag auf Approbation bei der entsprechenden Landesbehörde ein. Bleibt die Frage, welche Unterlagen du dem Antrag auf Approbation in Deutschland beilegen sollst. Was genau du benötigst, kannst du auf den Webseiten der zuständigen Landesbehörden recherchieren. Ansonsten helfen wir von Medisim dir auch gerne weiter. Allgemeingültige, also für jedes Bundesland geltende Grundvoraussetzung ist aber die deutsche Sprache. Bei einer Fremdsprache gibt es verschiedene Sprachniveaus, die aussagen, wie gut du eine Fremdsprache beherrschst. Für deinen Antrag auf Approbation benötigst du ein B2-Zertifikat. Wenn der Antrag von der Behörde akzeptiert wird, erhältst du eine Bestätigung bzw. einen Bescheid. Je nach Berufsgruppe und Bundesland hat diese einen anderen Namen. Zusätzlich benötigst du ein Visum. Beantragen kannst du das bei der deutschen Botschaft in deinem Heimatland. Dieses benötigst du, um nach Deutschland einreisen zu dürfen. In diesem Video haben wir folgende Dinge besprochen. Du hast dich entschieden, wo du arbeiten möchtest. Du hast Deutsch auf mindestens B2-Niveau gelernt, inklusive B2-Zertifikat. Außerdem hast du einen Antrag auf Approbation im entsprechenden Bundesland gestellt, sowie ein Visum bei der deutschen Botschaft in deinem Heimatland beantragt. Wie es weitergeht, erfährst du in unseren weiteren Videos. Falls du noch Fragen hast oder du weitere Informationen zu dem Thema benötigst, kannst du dich gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf dich!